LOL. LOL. Wie soll es anderes sein, Leute? Mein bester Kumpel hat sie auch mehr gemocht als normal. Yo, Leute, und damit herzlichst willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mit Baumstamm, er ist gerade nickt, gegen den ich gespielt habe letztens in einem Video, was ich hochgeladen habe. Platz 1 auf Revi. Der hat sich gemeldet und der wird gerne mitspielen jetzt. Der will auch noch eine Revanche, die mache ich wahrscheinlich auch noch. Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Revanche wollt, dann mache ich die und dann passt das. Leute, heute wird es um meine erste große Liebe gehen. Ja, Leute, die erste Liebe. Ein schönes Ding. Eigentlich was immer mit einem Happy End verbunden ist, wo man zurückdenkt und sich denkt, boah, war das cool früher. Ja, bei mir war das nicht so. Bei mir war das gar nicht so. Bei mir war es früher nämlich eher so, dass es ein elendiges Spiel aus Verzweiflung und Glück war und guten Gefühlen und schlechten Gefühlen und ganz viel Struggle zwischendurch. Ja, es war ganz schlimm früher. Ja, erstmal, ich wurde in der 5. Klasse neben ein Mädchen gesetzt. Und ein Mädchen in der 5. Klasse war noch so richtig I-Mädchen, was Mädchen da. Und auf jeden Fall saß ich dann neben ihr und wir haben halt nicht viel miteinander geredet. Ich war auch halt schüchtern ihr gegenüber, weil warum sollte ich auch eine Freundschaft zu einem ekligen Mädchen, wie es früher hieß, aufbauen? So, wisst ihr, was ich meine? Nein, auch er hat mich noch mit runterbekommen, schade. Und ja, was soll ich sagen, dann haben wir halt irgendwann miteinander geredet, wir saßen über 2 Jahre nebeneinander, haben wir irgendwann miteinander geredet und haben uns besser angefreundet. Ach, und er hat das grüne Bett noch gar nicht bekommen. Ich hatte ja halt das Bett schon. Ah, jetzt hat er das Bett. Ja, nice. Das läuft. So muss das. Oh, scheiße. Ah, das Eisen habe ich aber noch mitgenommen. Nice. Und irgendwann haben wir geredet und haben uns halt angefreundet. Und wie man weiß, wird aus der Freundschaft, wenn man gut ist, Leute, wenn man ein guter Freund zu einem Mädchen ist, wird da irgendwann mehr draus. Zumindest vom Jungen her. Ja, ich habe mich halt nie wirklich getraut, ihr das zu sagen. Beziehungsweise mich nie wirklich getraut, mit ihr zu reden. Beziehungsweise mit ihr darüber zu reden, mit ihr geredet habe ich, aber ich habe halt nie mit ihr wirklich darüber geredet. Schlag, Schlag, hau drauf, Elation. Nein, Mist. Kommt er das Bett noch? Ja, GG. Ja, irgendwann wollte ich ihr das halt sagen. Ich wusste aber nicht, wie, Leute. Es war meine erste Liebe. Das erste Mal, dass ich mehr Gefühle zu einer Person hatte, außer freundschaftlich. Deutet, ich habe halt mich nicht getraut, habe nur die ganze Zeit geguckt und mir überlegt, sind das wirklich Gefühle? Habe mir schon vorgestellt, wie es ist, wenn ich ihre Eltern treffe, wenn wir uns das erste Mal küssen, alles. Und irgendwann hatten wir Samstag Tag auf einer Tür in der Schule. Und ja, Leute, was soll ich sagen, was da passiert ist? Ich habe mich angemeldet und wollte da hingehen und dir das dann sagen. Ich meine, wir sind alleine. Ohne wirkliche anderen Personen, anderen Klassenkameraden, die dabei sind. Und ich hätte ihr das ganz entspannt sagen können unter 4 Augen. Ja, auf jeden Fall gehe ich dann dorthin und sie hatte halt eine Schicht vor mir. Mit meinem besten Kumpel, der auch hinter uns saß die ganze Zeit lang, der aber nicht davon wusste, dass ich sie mehr mag als normal. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, bis gleich. In der nächsten Runde angekommen. Auf jeden Fall kam ich dann dorthin. Zu diesem Tag der offenen Tür und sie war halt mit meinem besten Kumpel eine Schicht vor mir eingeteilt und was dann dabei rausgekommen ist, können sich viele von euch wahrscheinlich schon denken. Mein bester Kumpel stand natürlich auch auf sie. Ja, wie soll es anderes sein, Leute? Mein bester Kumpel hat sie auch mehr gemocht als normal und hat ihr genau davor, vor der Schicht, in der ich dahin kam, gesagt, dass er mehr für sie empfindet als normale Person. Ja, und wisst ihr, was ich dann ertragen muss? Ich stand seit 2 Monaten auf dieses Girl, hab mich nicht getraut, ihr das zu sagen, hab jeden Tag mit ihr geredet, hab versucht, ein guter Kumpel für sie zu sein. War schon ein bisschen dunkler, sie kommen mir entgegengelaufen und grinsen mich beide stolz an und sagen mir, als ich ihnen entgegenkam, Peer, ja, wir sind jetzt zusammen. Und wir sind voll glücklich darüber und es wird so cool und ich hoffe, du leidest da nicht drunter, meinte mein bester Kumpel, weil das waren ja im Prinzip meine besten Freunde und die sind dann halt zusammengekommen. Das ist schon ein hartes Leben. Nein, kein Bogen. Bruder. Hui. Oh Mist. Und dann gucke ich sie so an und mein Kopf denkt sich so, Bruder, ich hasse dich. Wirklich. Das war genau, wie gesagt, eine schwäche Stunde früher da gewesen. Es hätte sich wahrscheinlich alles geändert. Mein komplettes zukünftiges Leben hätte sich einfach geändert. Aber nein, war ich nicht. Und ja, dann kam er, mein bester Kumpel, mit ihr, meiner besten Freundin, zusammen. Und ich habe zugeguckt, Leute. Wisst ihr warum? Weil ich
meinem Kumpel, ich konnte ihm einfach nicht sagen, dass ich auf sein Girl stehe, weißt du, was ich meine? Das ging einfach nicht so, das wäre dieser andere 31er-Move gewesen, wovor man hätte Angst haben müssen, so. Keine Ahnung, das macht man einfach nicht, wisst ihr, was ich meine? Das geht einfach nicht. Und deswegen habe ich es natürlich auch nicht gemacht. Hui! Und ab zum Bett. Heiß, ja. Und jetzt kommt der absolute Drop. Ich habe dieses Mädchen mit meinem besten Kumpel zusammen 9 Monate lang angeguckt. Ich habe 9 Monate dabei zugesehen, wie sie sich immer näher kam, wie sie im Unterricht miteinander gequatscht haben über andere Sachen als Freunde. Hab ihnen dabei zugeguckt, wie sie sich geküsst haben, hab sie beim Stänkern lieblich zugeguckt, hab ihnen zugeguckt, wie sich ihre Beziehung verstärkt hat, hab mit ihr über ihn auch geschrieben, über ihre Probleme, die sie mit ihm hat, und hab ihr sogar geholfen, dass es besser wird, weil ich kannte ihn schließlich am zweitbesten neben ihr. Und das habe ich 9 Monate lang ertragen. Ich habe 9 Monate lang zugeguckt, wie das Mädchen, auf das ich stand, zusammen war mit meinem Kumpel und sie sich auch wirklich mehr mochten als normal. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Ich mache nicht diesen 31er und sage meinem Kumpel, yo, ich stehe schon viel länger als du auf dein Mädchen, was du jetzt hast. Und lol, lol. Dieser andere 300er IQ-Move. Ja, und irgendwann hat sich das in die Brüche gelegt, was sie hatten. Ich dachte mir natürlich so, okay, irgendwie für mich echt gut, dass die nicht mehr zusammen sind, wie sie es mal waren. Und es in die Brüche gegangen ist. Und anstatt ich erstmal, wie ich es heute machen würde, sie tröste oder erstmal schaue, dass ich für sie da bin. Nein, Leute, wisst ihr, was Peer macht als kleiner Bub? Die waren einen Tag, zwei Tage waren sie auseinander. Die beiden, mein bester Kumpel und meine beste Freundin, 2 Tage waren sie auseinander, haben sich aber nicht im Streit getrennt, glücklicherweise, sondern waren immer noch gut miteinander, waren die besten Freunde. Und ja, dann waren sie 2 Tage auseinander. Was soll ich sagen? Nach 2 Tagen habe ich ihr dann geschrieben, dass ich sie liebe. Habe ihr ein Lied geschickt, verlinke ich euch in der Beschreibung. Und habe ihr geschrieben, yo, hör dir das an und weißt du, was ich für dich fühle. Und was dann rausgekommen ist, Leute, das, ja, meine lieben Freunde, das könnt ihr euch selber denken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde bald noch eine Story über eine Liebe von mir erzählen, die zum Glück nicht so beendet ist wie die, die ich euch gerade erzählt habe. Und ja, falls ihr Kritik habt, schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao.